Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem erneuten DEL-Team-Check. Diesmal sind die Kölner Haie dran. Ja, die Kölner sind in der Tabelle letztes Jahr Vierter geworden in der Hauptrunde. Die Playoffs waren dann natürlich nicht ganz so nach deren Sinn, haben gegen Wolfsburg im Viertelfinale verloren. 4-3 in der Serie, Wolfsburg ist weitergekommen. Ja, ich glaube, da wären die Haie gerne ein bisschen weitergekommen. So, wir gucken uns auch hier wieder die besten Spieler an. Die besten drei ist natürlich schwer rauszufiltern bei so einem Team mit sehr, sehr vielen guten Spielern. Zum einen ist da Felix Schütz neu zu Köln gewechselt, aus der schwedischen Liga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Jawohl. Hat zuletzt in Schweden gespielt, ist immer für ein Tor gut, kluge Spielzüge, Tipptopp-Stürmer. Dann haben wir Sean Lalonde, ein Verteidiger, der kann wirklich alles. Hier steht es ja auch, Solid All-Around Ability, definitiv. Verteidigen, Tore schießen, klappt alles. Und natürlich unser Ex-NHL-Superstar Christian Erhoff. Ja, was soll man über Christian Erhoff schon sagen? Ne? Er war eine Zeit lang bei Vancouver bestbezahlteste Verteidiger der Welt. Und in diesen zwei Jahren hier definitiv auch zurecht. Und Schenk für die DL reicht es immer noch. Ist auch ab nächstem Jahr der Kapitän der Haie. Ich hätte ihn natürlich gerne in Krefeld bei uns gesehen, aber sagen wir mal realistisch, da hat er deutlich mehr Chancen, um den Titel mitzuspielen, verdient auch deutlich mehr Geld. Ja, man kann es nachvollziehen, ne? Dann gucken wir es noch kurz an, die Neuzugänge. Und da sind auch zwei krasse Namen dabei, von Augsburg, Ben Hanowski und Justin Schack. Superspieler und natürlich Felix Schütz und Bled Jones. Ja, Bled Jones war letztes Jahr ja suspendiert worden bei Iserlohn wegen zu vielen Checks zum Kopf, aber eigentlich ein guter Spieler. Okay, und wir gucken uns noch kurz an, was bisher passiert ist. In Ingolstadt 3-2 gewonnen. Zu Hause gegen Örebro HK, ich weiß nicht genau, wo dieser Verein spielt. 1-5 verloren. Dann gegen Rögle BK, wenn ich richtig das im Kopf habe, ist das der Ex-Verein von Felix Schütz aus der schwedischen Liga. 7-4 gewonnen, das ist schon eine gute Leistung. Gegen den HC Lugano aus der ersten Schweizer Liga 3-4 verloren. Dann in Krefeld, ja, bei uns im Königpalast, 7-3 verloren. Daniel Pieter hatte eine super Vorstellung da abgeliefert. Und es kommen noch weitere Matches gegen Iserlohn, 1.9. und gegen Augsburg am 3.9. Ja, das war das Team-Check-Up zu den Kölner Haien. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!